Sehr geehrte Damen und Herren, die Gesprächsverweigerung von Airbus ist ein klares Signal der Intransparenz. Airbus hat mich am vergangenen Donnerstag um einen Termin gebeten und ich habe einen konkreten Gesprächstermin angeboten. Sie haben dieses Gespräch nun ausgeschlagen. Ich sage Ihnen eines, wer vom Verhandlungstisch aufsteht, der trägt dafür auch die volle Verantwortung. Airbus hat uns nun mitgeteilt, dass sie, und ich zitiere, nicht bereit sind, über eine irgendwie geartete Wiedergutmachung bzw. eine Rückabwicklung des Liefervertrages zu sprechen. Airbus hat damit innerhalb von wenigen Tagen seine Kommunikationslinie um 180 Grad geändert. Die Gesprächsverweigerung bestätigt mich in meiner Entscheidung, alle weiteren Optionen zu prüfen. Ich werde nichts unversucht lassen, um den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die die wahren Geschädigten sind, ihr Geld zurückzubringen. Ich werde noch diese Woche mit den Wehrsprechern und mit dem Präsidenten der Finanzprokuratur weite Beratungen dazu führen, denn mit dieser Gesprächsverweigerung bestätigt Airbus ja in Wahrheit ein Sittenbild, das uns seit Jahren oder vielleicht besser noch seit Jahrzehnten gezeigt wird. Ich habe daher den Generalstab beauftragt, alle Varianten einer zukünftigen Luftraumüberwachung ohne Eurofighter zu prüfen. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Geduld ist jetzt nicht nur am Ende, sondern der Faden ist gerissen. Wer sich dem Gespräch verweigert, der darf sich nicht wundern, dass man sich vor Gericht wiedersieht. Wir prüfen daher zusätzlich noch eine zivilrechtliche Klage auf Schadenersatz gegen Airbus.